Aufgabe mehr hat. Das ist nicht nur einfach ein wohlklingender Spruch. Für ihn war das ein Lebensmotto. Albert Schweitzer, Musiker, Theologe, Arzt. Ein Genie, sagen die einen, ein streitbarer Mann die anderen. Auf jeden Fall war er das Sinnbild des guten Menschen im Westen und im Osten. Nun gibt es einen Kinofilm und auch eine neue Biografie. Anlass genug, einen näheren Blick auf den Urwalddoktor zu werfen. Über 100 Schulen in Deutschland tragen den Namen Albert Schweitzer. So auch diese Grundschule in Weimar. Was wissen die Kinder über ihn? Er war Theologe und er hatte die Orgel studiert und ihre Musik. Er hat keine Tiere getötet. Er hat jedes Tier am Leben gehalten. Der hat in Afrika, den Ort weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, da hat er Medizin hergestellt und hat Krankenhäuser gebaut und hat den Menschen dort geholfen. Selbstlosigkeit und Mitgefühl. Dafür steht Albert Schweitzer, einer der großen Humanisten des letzten Jahrhunderts. Er widmete sein Leben dem Krankenhausdorf Lambarene, das er als Arzt und Baumeister im westafrikanischen Gabun errichtete. Leprapatienten konnten hier mit ihren Angehörigen und Haustieren leben. Ein Ort der Hoffnung und der Heilung. Schweitzers Leben ist ja immer in zweifacher Hinsicht zu sehen. Schweitzer hat selber gesagt, mein Spital in Lambarene ist das Symbol meines Denkens, aber das bleibende Haus, so hoffe ich, wird mein geistiges Werk sein. Schweitzer war Universalgelehrter. Der evangelische Pfarrerssohn wird 1875 im Elsass geboren. Früh begeistert ihn das Orgelspiel. Er forscht über Bach, verfasst musiktheoretische Werke. Später helfen ihm Orgelkonzerte, die er gibt, Lambarene zu finanzieren. Als er ein Medizinstudium beginnt, ist er bereits Doktor der Theologie und Philosophie. Dann, 1913, trifft er die Entscheidung, nach Afrika zu gehen. Tropischer Urwald statt akademischer Karriere. Schweitzers ganzes Handeln hat sich ja aus seiner Nächstenliebe begründet. Das hat er auch immer so begründet. Schweitzer hat sich immer auf den Ausspruch bezogen, du aber folge mir nach. Und das ist für ihn die Richtung seines Handelns gewesen, das Leben in der Nachfolge von Jesu Christi. Für Schweitzer zeigt sich ein Christ in seinen Taten. Die wichtigste dieser Taten besteht darin, Liebe weiterzugeben. Nach dem Vorbild Jesu entwickelt Schweitzer eine Ethik, die auf individuelle Weltverbesserung hinzielt. Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. In ihrem Zentrum steht der verantwortungsbewusste Mensch, der gelernt hat, die Folgen seines Handelns für andere zu bedenken. Ehrfurcht vor dem Leben heißt, dass wir Ehrfurcht haben vor allem, was lebt. Man sieht das natürlich immer zuerst auf den Menschen bezogen, das ist vollkommen richtig. Aber Schweitzer hat das ausdrücklich auch auf die gesamte Tierwelt bezogen und auf die Pflanzen. Das ist also so eine gewisse Neuerung. Der Mensch soll sich als Teil des Ganzen begreifen, die Natur schützen. Lange vor der Ökologiebewegung war Schweitzer der Zeit voraus. Für sein humanistisches Lebenswerk erhält er 1954 den Friedensnobelpreis. Er wird verehrt wie ein Heiliger und nutzt seine Popularität geschickt, um Spendengelder für sein Hospital zu sammeln. Auch warnt er immer wieder vor Krieg und Atomwaffen. Am Ende seines Lebens aber keimt Kritik am Urwalddoktor. Man wirft ihm unhygienische Primitivmedizin vor und beschreibt ihn als kolonialen Patriarchen. Richtig ist, dass Schweitzer als Patriarch, als Pater Familias, wie ein Familienvater, als Oberhaupt sein Krankenhaus führt. Falsch ist anzunehmen, dass Schweitzer das in irgendeiner rassistischen Weise tut. Denn Rassist ist jemand, der letztlich die Würde anderer Menschen aufgrund ihrer Rasse oder Herkunft in Frage stellt. Das hat er nie gemacht. Der neue Film von Regisseur Gavin Miller möchte an Schweitzer als Vorbild für unsere globalisierte Welt erinnern. An einen Menschen, der seine Wertvorstellungen lebte. Tote Ratten ziehen Ungeziefer an und töten ist nicht immer eine Lösung. Ja, ich weiß. Ehrfurcht vor dem Leben, nicht wahr? Die verrückte Idee eines verrückten alten Mannes, ja. Durch den Schweizer Film und jetzt die Biografie kommt das Thema wieder in den Fokus. Aber die Grundthematik, um die es da geht, die ist ja nie nicht aktuell geworden. Die war ja immer hochaktuell. Was schulden wir einander? Wie gehen wir mit anderen um?
Der Film Albert Schweitzer, Ein Leben für Afrika, ist ab 24. Dezember in unseren Kinos zu sehen. In der Altmark